Berlin Hauptbahnhof, Montagmorgen kurz nach 9. Die Bahn kommt. Der Abgeordnete auch, meistens sogar pünktlich. Mit einem Blick auf das Parlaments- und Regierungsviertel geht sie los, die Sitzungswoche in Berlin. 60 bis 70 Stunden, bei denen viele Bürger immer wieder fragen, was machen die da eigentlich? Manchmal ein ziemlich dummes Gesicht, wenn sich beim Betreten des Abgeordnetenbüros Briefe, Einladungen, Vermerke und Gesetzentwürfe nur so stapeln. Alcatraz nennen wir unser Bürogebäude, bescheidene 18 Quadratmeter für uns Abgeordnete, jede Praktikantin im US-Kongress hat mehr. Also denn, Mitarbeiterbesprechung. Wer übernimmt welchen Vorgang, wer bereitet Sitzungen vor und macht Briefentwürfe? Einzelne Bürgeranfragen werden besprochen, wie können wir helfen? Und Termine in Berlin und im Wahlkreis werden koordiniert. Jeden Montagmittag ist Jurfix beim Bundesinnenminister. Da geht's auch um die Sicherheitslage. Alles streng geheim, Kameras bleiben draußen. Vor den Kameras gefragt, bin ich häufig als Sprecher der CDU-CSU im Gorleben-Untersuchungsausschuss. Gute Politik muss gut kommuniziert werden. Nachmittags tagt das Gremium der CDU-CSU, in dem die wichtigsten Entscheidungen für die Sitzungswoche vorbereitet werden. Der Fraktionsvorstand, dem ich in dieser Wahlperiode erstmals angehöre. Montagabend, Heimspiel. In der Landesvertretung Niedersachsen trifft sich die CDU-Landesgruppe. Das sind alle CDU-Abgeordneten aus Niedersachsen. Wir diskutieren die aktuelle politische Lage und alle für Niedersachsen wichtigen Themen. Dienstag, der Tag, an dem man sich die Hacken abläuft. Eine Sitzung jagt die andere. Um 8 Uhr Koalitionsfrühstück mit Innenminister Friedrich und den Kollegen der FDP in meistens guter Stimmung. In der Arbeitsgruppe Innen geht es anschließend um alle innenpolitischen Vorhaben, an denen ich als Obmann der CDU-CSU im Innenausschuss mit besonderer Verantwortung mitarbeite. Mittags im Kanzleramt, am Rande einer Veranstaltung, will Angela Merkel wissen, wie es um eine Gesetzesinitiative zur inneren Sicherheit steht. Am Nachmittag Sitzung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Hier wird Einfluss genommen auf die großen Themen der Sitzungswoche und am Rande über die Zukunft von Bundeswehrstandorten geredet. Und abends gehe ich schon mal gerne dahin, wo der Ball rollt und ich alte Kollegen aus ZDF-Zeiten treffen kann. Mittwochs ist Ausschusstag. Im Innenausschuss geht es um Themen wie Terrorismusbekämpfung, Datenschutz oder Integration von Ausländern. Manchmal hat man so viele Termine, dass man sich am liebsten aufteilen würde. Sportausschuss, mein Lieblingsgremium, Olympia, Doping und das Ehrenamt stehen auf der Tagesordnung. Anschließend wieder ab durch die Gänge des Reichstages. Es bleibt nur ein kurzer Blick auf die Ausstellung »Wir sind ein Volk«, das uns dann auch immer mal wieder besuchen kommt. Mittwochnachmittag, Treffen vor dem Reichstag mit einer Besuchergruppe aus dem Wahlkreis. Es ist ein Stück Heimat in Berlin. Warum sind so wenige Abgeordnete im Bundestag, ist eine oft gestellte Frage, wenn donnerstags und freitags Plenarsitzung ist. Nun, es läuft eine ganze Menge nebenbei. Donnerstags zum Beispiel der Gorleben-Untersuchungsausschuss. Viel Presse, viele Akten, viele Zeugen, unter anderem die Bundeskanzlerin. Und irgendwann muss man sich um die vielen Stapel Papier kümmern, die seit Montag noch gewachsen sind. Übrigens, meine über 100 Reden im Bundestag habe ich alle selbst geschrieben. Ich erwarte auch, dass die Sprecher der Muslime nicht nur ein Klima der Angst beklagen, sondern dass sie die Muslime aufrufen, durch Wachsamkeit in den Moscheen dazu beizutragen, dass niemand Angst in unserem Land haben muss, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dieses Ehrenamtspaket ist ein ganz starkes Stück Anerkennungskultur. Es ist ein Dankeschön an diejenigen, die bei einem Engagement nicht als erstes fragen, was habe ich davon und was kriege ich dafür. Dieses Gesetz ist ein in Paragraphen gegossenes Dankeschön an all diejenigen, ohne die unsere Gesellschaft ärmer wäre. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn eine namentliche Abstimmung ansteht, sind dann alle da. Die Fraktion muss ihr ganzes Gewicht in die Waagschale werfen. Im Kreis von Parteifreunden bei einer Spreefahrt einfach mal die Seele baumeln lassen, das gibt's nur selten. Beim Blick auf das Kanzleramt vergisst man jedoch nie, dass man den Menschen in der Heimat verpflichtet ist.
In den gut 10 Jahren meiner Tätigkeit hier im Deutschen Bundestag stand für mich die Wahlkreisarbeit im Mittelpunkt. Und da sind wir ganz gut vorangekommen. Millionen wurden investiert in den Bundespolizeistandort in Walsrode. Wichtige Verkehrsprojekte wurden angeschoben. Und eine ganze Reihe von Kindergärten haben Sprachfördermittel des Bundes erhalten. Ein wichtiges Vorhaben ist für mich das Geothermieprojekt in Munster. Da brauchen wir Unterstützung vom Bundesumwelt- und vom Bundesverteidigungsministerium. Wenn man hier gute Kontakte hat und Erfahrung, kann man für seine Region eine ganze Menge bewegen. Und das nicht nur kurz vor Wahlen, sondern während der gesamten Legislaturperiode. Berlin Hauptbahnhof, Freitagnachmittag. Geschafft ist das Programm der Bundestagswoche und der Abgeordnete auch. Doch abends im Wahlkreis warten schon die nächsten Termine und das ganze Wochenende sowieso. Politik mitzugestalten ist manchmal mühsam, macht aber auch viel Freude und ist immer eine große Herausforderung.